Liebe Trader, was sind die aktuellen Top-Anlage- und Zukunftstrends und wer die Top-Profiteure? Die Antwort darauf gibt es in diesem Video. Grundsätzlich, die systematische Überwachung von Anlage- und Zukunftstrendaktien gehört zur täglichen Aufgabe eines Traders. Denn wenn diese Titel in ihre exponentielle Wachstumsphase eintreten, haben sie erfahrungsgemäß ihre stärkste Trendphase und damit das Potenzial zu einem Vervielfacher bzw. sogenannten Tenbagger. Unsere Aufgabe als Trader ist es, eine Systematik zu entwickeln für die frühzeitige Identifikation und eben dann diese Titel wirklich in ihrer ersten starken Anstiegsphase via Trendfolgeansatz so lange wie möglich nach oben hin zu begleiten. Was sind die aktuellen Top-Anlagen Zukunftstrends? Hierfür eine kleine Übersicht. Und zwar im Bereich Biotech ist es die revolutionäre CRISPR-Technologie. Darunter versteht man eine Methode der Genmanipulation, die für ein starkes Comeback im ganzen Biotech-Sektor in diesem Jahr führen könnte. Dann natürlich weiterhin Industrie 4.0, Service-Robotik, Stichwort iRobot, Roboterauto, Stichwort Nvidia, autonomes Fahren. Und mit der Amtantrittsrede vergangene Woche sind auch Cybersecurity-Aktien wieder in der Gunst der Anleger gestiegen. Und aus diesen Bereichen möchte ich jetzt interessante Aktien vorstellen. Hierfür switche ich in das Trading Desk. Ich habe auch bereits eine Watchlist angelegt. Die öffne ich jetzt einfach mal. Und zwar genau hier die Top-Profiteure. Und als nächstes füge ich noch unter Fundamental die Trendspalte hinzu. Denn wichtig: Wenn eine Aktie einem entsprechenden Anlage- bzw. Zukunftstrend zugeordnet ist, wird dieser auch entsprechend angezeigt. Ja, und hier sehen wir dann auch entsprechend, welchem Trend die einzelnen Aktien zugeordnet sind. Beginnen wir mit dem Trendthema Cybersecurity, das ja von der Börse gerade wirklich gespielt wird. Vergangene Woche der Trigger war die Ankündigung von Trump, einer sogenannten Cybersecurity-Initiative und auch abgesehen davon, einfach aufgrund zunehmender Digitalisierung und Vernetzung wird es ein Dauerthema bleiben und man könnte sogar fast die These aufstellen, dass das Thema zum aktuellen Zeitpunkt vom Kapitalmarkt noch unterschätzt wird. Denn bis 2020 dürften die weltweiten Ausgaben für Cybersecurity von derzeit 75 Milliarden US-Dollar auf 170 Milliarden zulegen. Schauen wir uns hier mal ein paar Titel an. Der aktuelle Top-Bulle ist Symantec. Ja, wir sehen hier wunderschöne dynamische Aufwärtsbewegungen. Angefangen hat das Ganze quasi hier mit diesem Break über die sogenannte Trend Continuation Line und dann eben mit der Rede Trumps hat sich wirklich diese Aufwärtsbewegung nochmals beschleunigt. Ein weiterer Profiteur, der ebenfalls direkt angesprungen ist, ist Checkpoint Software. Hier haben wir eine breite Basis vorliegen. Ich deute das Ganze nochmal an. Ja, und auch hier wirklich im Big Picture wunderschön auskonsolidiert das Ganze. Und eben dann auch mit diesem Break über die 90er-Marke und dem Vorstoß auf ein neues Allzeithoch hat sich dann wirklich auch am Freitag nochmals begonnen, diese Aufwärtsbewegung deutlich zu beschleunigen. Ein Titel, den ich jetzt ganz genau im Auge behalte und der ebenfalls auch noch von dieser Branchen- bzw. Sektorstärke profitieren könnte, ist Akamai Technologies. Aktie konsolidiert weiterhin bullisch. Aktie stellt derzeit für den Neueinstieg mit das attraktivste CRV, also Chance-Risiko-Verhältnis, dar, weil sie eben weiterhin sich im Konsolidierungsmodus befindet. Sollte hier erneut Stärke reinkommen, man sieht, ich habe hier auch bereits direkt einen Alarm im System über dem letzten Bewegungshoch, dann wäre ich geneigt, direkt dieser Bewegung zu folgen. Trendthema Nummer 2, Industrie 4.0 bzw. Robotik. Und hier macht die Aktie von Cognex einen sehr, sehr guten Eindruck. Wir haben hier eine sehr schöne Harmonie aus vergangenem, neuen Pivotal Point, einer fundamentalen Story und eben auch einem bullischen Chartbild, das sich jetzt wirklich beginnt, hier zunehmend aufzuhellen. Das Unternehmen ist führender Anbieter von Vision-Systemen und diese smarten Kameras werden in der automatischen Qualitätskontrolle verwendet. Außerdem kommen sie bei der roboterbasierten Automation zum Einsatz, damit die Industrieroboter Teile identifizieren, positionieren und bearbeiten können. Damit profitiert man entsprechend von Industrie 4.0 und dem
verbundenen Übergang zur Smart Factory. Ja, also wirklich schöne Kombination. Zudem befinden wir uns weiter in einer bullischen Marktphase. Prozyklische Signale werden grundsätzlich gut angenommen und ich könnte mir vorstellen, eben wenn das Marktumfeld weiter stabil bleibt, dass die Aktie jetzt wirklich in den kommenden Tagen beginnt, ihre Aufwärtsbewegung zu beschleunigen. Chance-Risiko-Verhältnis für den Neueinstieg ist weiterhin attraktiv. Ein weiterer Profiteur im Bereich Robotik ist Teradyne. Ich hoffe, ich habe es richtig ausgesprochen. Auch hier haben wir eine ähnliche charttechnische Situation wie bei Cognax. Und auch hier hat vergangene Woche mit dem Break über dieses Widerstandsniveau bei 26 US-Dollar hat sich hier begonnen, ein gewisser Aufwärtsdrang einzustellen. Zuletzt haben wir Anfang Dezember auch hier wiederum einen neuen markanten Pivotal Point bekommen, in dem die Zahlen über den Erwartungen gelegen haben. Die Aktie hat wunderschön auskonsolidiert. Mit diesem Titel kann man das explosive Marktwachstum bei kollaborierenden Robotern spielen, denn seit der Übernahme von Universal Robots ist Teradyne zu einem der führenden Anbieter aufgestiegen. Kollaborierende Roboter werden in den nächsten Jahren boomen, weil sie in der Fertigung, Logistik oder dem Gesundheitswesen flexibel einsetzbar sind. Sie kommen letztendlich als Glied zwischen den Menschen- und Industrierobotern zum Einsatz und bereits jetzt wachsen die Erlöse dieses kleinen Unternehmensbereichs um 67%. An der Stelle sei auch erwähnt, dass ich aktuell Positionen in der Aktie halte. Auch hier muss man sagen, die Bewegung ist noch nicht so weit fortgeschritten für den Neueinstieg, bleibt für die nächsten Tage auf jeden Fall ein aussichtsreicher Kandidat für die Long-Seite. Abschließend noch Illumina. Hier haben wir vergangene Woche einen neuen markanten Pivotal Point erhalten. Was ist passiert? Und zwar Illumina hat einen DNA-Sequenzierer vorgestellt, der das gesamte Genom eines Menschen für etwa 100 Dollar sequenzieren kann. Das sorgt natürlich für Wachstumsfantasie und ein starker Upgrade-Zyklus dürfte mit der Markteinführung ab kommendem März beginnen. Zusammen mit neuen Methoden wie eben der CRISPR-Technologie zur gezielten Veränderung der DNA tun sich in der Biotech-Branche gerade wirklich komplett neue Möglichkeitsräume auf und das könnte natürlich den gesamten Sektor beflügeln, aber auch insbesondere eine Illumina. Ich bin noch nicht investiert bzw. habe noch keine Trading-Position. Wie gehe ich hier vor? Wir sehen ja aktuell, dass hier dieser Pivotal Point sehr schön verteidigt wird. Ein bullisches Zeichen und sollte sich wirklich hier in den nächsten Tagen neuer Kaufdruck einstellen, dann würde ich direkt eine Position in der Aktie eröffnen. Im Anschluss dient dann dieses Pivotal Point Niveau zur Absicherung, das auf Schlusskursbasis nicht mehr nachhaltig unterschritten werden sollte.